Ich erinnere mich. Wie bei so vielen von Marjolaines kleinen Überraschungen war ich eher aufgeregt als beunruhigt. Das Anwesen des Aals bot das typische Bild einer Festung in Friedenszeiten, deren Befestigungen eher dazu dienen, den Adel zu beruhigen als Feinde abzuhalten. Es mag vielleicht vor langer Zeit furchteinflößend gewirkt haben, aber als ich dort war, war es nur eine weitere Trophäe, die ich für Marjolaine erobern wollte. Ich sollte allerdings noch erfahren, dass das Anwesen für die Dauer der Abwesenheit des Aals in weitaus beunruhigendere Hände gegeben wurde. Wann war denn das? War das schon, als Aal Howl Daenerys Aal wurde, oder? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Diebstahl in der Gemeinschaft, ich erinnere mich. Die Notiz der Gemeinschaft der Magier besagte, dass es auf dem Markt Hinweise gäbe, die zu einem versteckten Lager führen würden. Zu dieser Zeit kümmerte es mich nicht, ob jemand dieses Geld verdient hatte oder dafür betteln musste. Die Suche nach den Hinweisen war für mich einfach ein Abenteuer. Zerstreuung. Ich habe mich sogar auf die unvermeidliche Begegnung mit der Wache gefreut. Die Unterschrift besagte, dass der Name des armen Kerls Severin war. Severin kennen wir doch irgendwoher. Den Namen. Ich weiß noch nicht mehr woher. Severin. Wo wäre denn nochmal Severin? Keine Ahnung mehr. Aber der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Severin. Das orlesianische Spiel der Intrigen. Ich erinnere mich. Das fängt immer damit an. Eigentlich müsste ich ja sagen, ich erinnere mich. Marjolaine hatte mir Auszüge aus einem ferelischen Buch gegeben. Es war so etwas wie eine Abhandlung über das soziale Gefüge in Orlais. Während Orlais nach außen eine Fassade der Opulenz präsentiert, ergeht sich der Adel in einem System gegenseitiger Diffamierungen, das Spiel genannt wird, während aus... bla 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 bla. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen hier, diesen Auszug. Oder wir kennen es zumindest, weil Liliana es uns erzählt hat. Bänkelsänger der Schatten hat mir gefallen. Der Rest hätte nicht trockener sein können. Die Bürger von Reldens verstanden meine Welt nicht im geringsten. Meine Welt, und genau da war natürlich Marjolins Absicht. Ich hatte meine bevorzugten Begleiter um mich geschart und bin mit ihr nach Daenerys gefolgt. Es ging mir nicht um Geld, sondern um das Vergnügen, mein Spiel mit diesen Narren zu treiben. Ich war Marjolins Geschöpf. Das ist aber nichts, worauf man stolz sein kann, wenn man Marjolins Geschöpf ist. Eigentlich müsste ich ja jeden Dialog so vorlesen, weil ich bin ja Liliana und Liliana ist eine Frau. Und das ist die einzige Frauenstimme, die ich machen kann. Zieh die Waffen, sie greifen uns an! Ups. Lasst es uns auskosten! Laut und deutlich. Ja. Der Barbari hält mehr aus als die Wache selber. Hattet ihr auch den Eindruck, dass diese Wache besser ausgebildet war? Und die Uniform war auch viel schicker. Vielleicht Soldaten im Dienste des Aals. Ein Grund wäre, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. Dann müssen wir eben den Leichnam mitnehmen. Ich frage mich, wie viele Leichname wir auf einmal mitnehmen können. Und wo wir die verstecken sollen. Eingang zur Kanalisation, natürlich. Das heißt, wir müssen wieder zur Kanalisation gehen. Um diesen stinkenden Körper in die Kanalisation zu werfen, sollen doch die Ratten sich darum kümmern. Geht gar nicht. Komisch. Hier ist auch nichts. Ich erinnere mich auch noch an das Anwesen des Aals. Hier waren wir ja im Hauptspiel auch schon, nur war es da etwas heller. Und wir haben uns reingeschlichen. Und wir hatten Liliana eigentlich dabei. Hätte die uns nicht etwas davon erzählen können, dann theoretisch? Ich glaube, das wurde einfach so beschlossen, um Geld zu sparen, dass die in Daenerys war und nicht in Valyrio. Nanu? Ups. Oh, wir sind alle betäubt. Da, wir könnten die Soldaten in der Erde verschwinden lassen.
Laut und deutlich. Ja. Ja. Ich spiele Krieger am liebsten. So, zwei Körper, drei Körper haben wir dabei. Die erledigen wir, vergraben wir in der frisch gepflückten Erde. Ein guter Ort, um etwas zu verstecken, wenn man gerne gräbt. Ja, dann verstecken wir doch mal die Soldaten hier. Ih, stinkt das. Mein Fingernagel ist abgebrochen. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt. Die Stimme, die kenne ich irgendwoher von Liliana. Also es ist ja... Die Tür ist zu offensichtlich. Sie ist bestimmt verriegelt, auch wenn sie nicht mit einem Einbruch rechnen. Ich wette, die Türangeln halten mehr aus als die Wachen. Ja. Ich wette, es war einfach nicht realisierbar, dass man die Tür einschlagen kann. Technisch gesehen. Sonst ist hier nichts, oder? Nee. Finde ich schon komisch, dass das jetzt auf einmal in Denim spielt. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Hm. Aber so ist es nun mal. Ne? Da kann man sich eigentlich nicht viel drüber... Das ist unser Weg hinein. Das Fenster in der Ecke können wir erreichen. Für Tuck könnte es vielleicht ein klein wenig eng sein. Genau, das hat deine Mutter auch gesagt. Orlé unterwarf Raelden im Jahr 824, gesegnetes Zeitalter. Was folgte, war eine grausame Schreckensherrschaft, die erst vor 30 Jahren endete. Die meisten Bewohner von Raeldens erinnern sich noch daran. Glaube ich, dass das da stand. Bin mir nicht sicher. Und wir sind schon eigentlich bei 19.52 Uhr, also Stream eigentlich schon eine Stunde. Also gut, wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren. Ich liebe es, wenn du so redest. Und dich liebe ich auch, Sketch. Oh, wir haben Levelaufstieg. Ich glaube, ich mache bei Liliana einfach mal automatisch kommen. Und bei dem auch. Das ist. Nee, der braucht mehr. Nee, Stärke. Und Konstitution und nochmal Stärke. Und. Kampftaktik. Und den Todesstoß. Und der braucht mehr Magie und Willenskraft. Und fortgeschrittene Kampfausbildung. Sturm, Frostwaffen, Lebenswächter. Der Zaubernde belegt einen Verbündeten mit einem schützenden Zeichen, das dessen Gesundheit wiederherstellt, wenn er dem Tode nahe ist. Klingt nützlich. Okay, wir sind im Anwesen des Aals, sind eigentlich schon bei fast 20 Uhr jetzt, das heißt, wir streamen eigentlich schon fast eine Stunde, ne? 57 Minuten streame ich jetzt schon, ich weiß nicht, ob ich aufhören sollte oder nicht, aber, falls man es gehört hat, ist auch egal. Ich spiele einfach mal weiter und guck danach, was im Chat so steht. Billigt Feralden etwa die Folter? Oder ist sie nur erlaubt, weil der Aal gerade nicht da ist? Das spricht nicht unbedingt für denjenigen, der momentan das Sagen hat. Hm. Billigt für Raelden die Folter? Ja, eigentlich schon. Da geht's nicht lang, aber da geht's lang. Nee, ich meine, da geht's raus. Meine Herren, Vorsicht! Mhm. Aha. Ah. Ja. Zurück! Ja. Ich glaube, der DLC ist nicht allzu lang. Würde mich nicht wundern, wenn wir schon bei der Hälfte sind oder sowas. Ich habe gelesen, er soll irgendwie 2 Stunden lang dauern. Oder 1 Stunde bis 2 Stunden. Hier ist nichts, ne? Hier ist überall nichts. Was kommt als nächstes?
Oh, noch ein Rubin, ein Saphir, ein Topas und ein Teil der meisterlichen Lederrüstung und noch mehr Gold. Was denn? Der Kleine wird später mal ein ganz besonderer Mann. Im Chat steht gerade, ich glaube, sie hatten zwar das Budget, um Liliana Seed in Orlais spielen zu lassen, aber nicht mehr genug Zeit, um die nötigen Designs zu machen. Ja, das glaube ich auch, dass sie einfach nicht die Zeit hatten. Schade eigentlich, schade. Dann muss es eben Dinnerim sein, ja gut. Und eher 3 Stunden. Uwa. 3 Stunden. Ich dachte, der wäre nur 2 Stunden oder 1 Stunde. Ist ja doch schon etwas länger. Vorsicht! Dicke Türen sind doch immer wieder für die Überraschungen gut. Ich werde es tun. Laut und deutlich. Ja. Ha! Niemand entkommt! Niemand kann sich verstecken! Ja. Ha! Wir sind einfach zu gut. Das ist ja lustig, den Armbrustschützen hatte ich eigentlich nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur eine Statue. Noch mehr private Dokumente, ein Schlüsselbund und Gold. Beziehungsweise Geld. Und dieser Raum da, der verdutzt mich ein wenig. Ach, da ist doch noch eine Tür. Auf der Karte ist da keine Tür drauf. Habe ich gedacht, man kann da überhaupt nicht rein. Fertig. Ach so. Ich habe gedacht, die müsste ich entriegeln. Nanu? Kommt, Kommandant, zeigt mir euren kleinen Drachen. Was zum... Nanu? Die ist eine ganz böse. Was hat die denn mit dem Kommandanten zu schaffen? Verführt die den nur, um noch ihn dann zu töten, Soldaten. Oder? Die Elite, dass ich nicht lache. Ja, Magiersoldat. Oh, noch mehr Magiersoldaten. Magiersoldaten, was? Ja. Der geht auf mein Konto. Nein. Wächter des Nordens. Manuskriptkopie. Der Titel ist antivianisch oder auch aus Nivara. Kann man verkaufen, ist aber nichts Besonderes. Also Scheiß. Private Dokumente, was haben wir hier? Kriegsberichte. Kriegsberichte? Ohne dass es einen Krieg gegeben hätte? Es herrscht noch immer enorme Verbitterung. Das hier geht allerdings zu weit. So, was steht denn da drin? Ich erinnere mich. Hätte es mein jüngeres Ich interessiert, wäre mir aufgefallen, dass der Kerntrupp in den Kriegsberichten zunächst enorm gepriesen wurde. Als jedoch das Land ihres Gönners verloren ging, wurden sie von König Merrick persönlich wegen der brutalen Misshandlung von Gefangenen an den Pranger gestellt. Ihr Gönner war Harwin Raleigh, dessen jüngstes Ersuchen, sein Land gewaltsam zurückerobern zu dürfen, abgelehnt wurde. Doch dies waren die Probleme anderer und hatten nicht das Geringste mit mir zu tun. Jaja. Ich erinnere mich, die Soldaten nannten ihre Einheit den Kerntrupp und dieser Name war nicht unverdient. Sie waren Grundbesitzer, eingeschworen auf Harwin Raleigh, ein Adligen, der sich während des Krieges zwischen Orlais und Verelden ausgezeichnet hätte. Wo war ich? Ich habe gerade im Chat gelesen. Ausgezeichnet hatte. Als der Krieg endete, waren sie jedoch in Ungnade gefallen und ihrem Gönner wurde sogar die Rückgabe seines Titels und seiner Ländereien verweigert. Damals wusste ich nichts von all dem und das sollte ich später bereuen. So, jetzt den Chat. Sollten wir den DLC durchspielen oder lieber einen Cut machen und morgen den DLC beenden? Ich würde noch eine halbe Stunde spielen und morgen den DLC beenden. Ja, eine halbe Stunde spielen, das klingt nicht schlecht. Dann spielen wir noch bis 20.30 Uhr, dann... hören wir auf für heute, machen dann morgen weiter oder, ja doch, morgen geht eigentlich und dann spielen wir den durch morgen, weil ich muss heute auch noch Minecraft aufnehmen, darauf freue ich mich schon, ich mag Minecraft irgendwie, ganz lustig,
Das ist ja immer noch ein Netztest. Ich weiß nicht warum. Einen verdammt guten Morgen wünsche ich. Jetzt hast du ein Problem. So, haben wir nochmal die ganzen Soldaten hier um. Ist ja kein Problem. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was in der Kiste war. Oh. Fähigkeit unzureichend. Na komm. Ich bin fertig. Und schneiden muss ich ja auch noch. Oh. Sie sind riegelt, aber ich kann sie nicht öffnen, weil die Leute davor stehen. Komm, geht weg da. Also eine halbe Stunde spielen wir noch bis 20.30 Uhr oder so. Und dann hören wir auf für heute. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal dahin. Wo ist sie hin? Marjolaine wird uns schon finden, wenn sie ihren Spaß hatte. Das macht sie immer so. Mhm. Ich will sie aber finden. Kann ich aber nicht. Wo ist sie hin? Ja, natürlich durch die Tür da. Denk doch mal nach, da sind ganz viele Türen und verzierte Thronen, bla bla bla. Na gut. Das Hauptschlafzimmer. Wir können die Papiere im Schreibtisch deponieren. Aha, ein persönliches Tagebuch. Dieser Kommandant Rayleigh scheint ein echtes Monster zu sein. Vielleicht ist er ja das Ziel, das wir in Ungnade stürzen sollen. Hm. Kommandant Rayleigh, Harvin Rayleighs persönliches Tagebuch. Ich erinnere mich. Habe ich mich jetzt irgendwie angewöhnt, so zu sprechen, wenn ich die Codex-Einträge vorlese. Kommandant Rayleighs persönliches Tagebuch gewährte mir einige grauenhafte Einblicke. Er prahlte darin mit seiner Grausamkeit, die noch weit über das hinausging, was öffentlich bekannt war. Er sehnte sich nach einem Vorwand, um Olli anzugreifen und sein verlorenes Land zurückerobern zu können. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie das Festhalten an einem derartigen Hass an Mann vergiften kann. Was ich jedoch nicht wissen konnte, war, wie sehr die persönliche Fehde dieses Fremden mit einer Liebe zu Marjolaine kollidieren würde. Hoffentlich sind das nächste Mal mehr Leute im Chat. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass viele kommen, weil ich habe zwar über 140 Abonnenten momentan, aber so viele gucken Dragon Age nicht und die Ankündigung hatte auch nur 7 Aufrufe. Also, naja. Noch mehr Handelspapiere, private Dokumente, noch ein Teil der Lederrüstung und hier haben wir noch einen Ablagerort. Das sind orlesianische Siegel. Beeil dich, wir überstrapazieren ihre Gastfreundschaft. Ja, was hast du mit diesem Mann gemacht? Ist ja auch eigentlich egal, was sie mit dem Mann gemacht hat. Wahrscheinlich verführt und dann... Ah, tot. Die Papiere sind aus Orlais. Marjolaine, das sind Siegel des orlesianischen Militärs. Es geht nicht darum, den Adel bloßzustellen. Was weiß ich, was diese Leute verärgert? Ich hatte den Eindruck, du kennst sie ziemlich gut. Das reicht jetzt, Liliana. Wir müssen weiter. Das gefällt mir nicht. Später, Liliana. Los jetzt. Es gibt ein Problem mit dem Stream. Kein Ton, kein Mikro, kein Video. Huch, was ist da jetzt los? Das sollte nicht der Fall sein. Muss ich mal selbst gucken. Wenn es da jetzt nämlich Probleme gibt, dann müssen wir tatsächlich jetzt schon aufhören. Also bei mir gibt es keine Probleme. Ich schreibe das mal auch in den Chat rein. Keine Probleme bei mir. Komisch. Kein Ton, kein Mikro, kein Video. Ich kann ja aber den Stream einfach nochmal starten. Meine ich ungern, aber ich kann es auch mal machen. Also wir sehen uns gleich wieder.